Was ich euch noch ans Herz legen wollte. Ihr habt ja sicherlich schon mal Dinge geschenkt bekommen, bei denen ihr euch gedacht habt, vielen Dank, aber was genau soll ich damit jetzt anfangen? Mir ist es auch öfter passiert, obwohl es natürlich immer nett gemeint ist, ja. Und die Dinge fallen einem natürlich sehr, sehr schwer wegzugeben, weil da natürlich eine nette Geste hintersteckt. Aber stellt euch vor, wie sehr sich jemand freut, der genau nach diesem Teil, was du in einer Kiste oder in einer Ecke stehen hast und eigentlich gar nicht anguckst, wie der sich freut, wenn der das sucht und auch mal findet, weil du es abgegeben hast, ja? Wäre das nicht cool? Das ist doch, das wird ihm doch viel gerechter, als wenn du aus Höflichkeit das Ding bei dir in der Ecke stehen hast und nicht weißt, was du damit machen sollst und es dich im Grunde genommen nur belastet. Das ist ja gar nicht die Intention des Schenkens, dass es einen belastet, aber es passiert so, so oft und deswegen bitte ich euch, wenn ihr etwas verschenkt, dann ist ja immer ein lieb gemeinter Gedanke dabei. Also verschenkt Essen, Früchte, verschenkt Gutscheine, wo die Person sich selber was aussuchen kann. Aber verschenkt bitte keine materiellen Dinge, von denen ihr nicht genau wisst, braucht diese Person das überhaupt oder gefällt sie überhaupt. Auch wenn es dir selber gefällt, muss das noch lange nicht heißen, dass es der anderen Person auch gefällt. Verschenkt Geld. Wenn ihr schon Geld für eine Sache ausgebt, bei der ihr nicht genau wisst, gefällt dem anderen das jetzt oder nicht, verschenkt doch lieber die 5, 10, 50, 100 Euro, was auch immer, direkt. Ja? Das hat nichts mit Einfallslosigkeit zu tun, das hat damit was zu tun mit Freiheit, und zwar, dass die Person dieses Geld, diese Energie quasi, dieses Werkzeug selbst einsetzen kann und selbst gucken kann, okay, kaufe ich mir davon jetzt was zu essen, kaufe ich mir davon jetzt einen MP3-Player, was auch immer, ja. Das wollte ich euch kurz mit auf den Weg geben. Was einen selber belastet, belastet andere Leute auch. Wir machen manchmal Dinge, die wir eigentlich selber gar nicht wollen, die eigentlich nett gemeint sind, aber die letztendlich gar nicht helfen bei dem, was wir vorhaben. Und zwar den anderen damit eine Freude zu machen, den anderen damit glücklich zu machen. Aus dem Grunde